So, ihr Lieben, hier sind wir wieder bei einem neuen Video zu Dragon Ball Xenoverse 2 mit Mods. Ja, heute sind wir bei den Gohan. Wir haben hier 5 verschiedene Outfits mit 5 verschiedenen Moves. Also, die haben alle zum Teil, sage ich jetzt mal, verschiedene Attacken. Nicht jeder hat jetzt hier unbedingt was großartig Neues. Dennoch möchte ich euch heute mal diesen Gohan zeigen. Und wie gesagt, ihr könnt ja am Ende, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, welchen Gohan ihr von diesen am besten fandet. Ich zum Beispiel feiere diesen Gohan in den Saiyaman Outfit. Ich finde, der sieht in Super Saiyajin irgendwie so krass cool aus. Weiß ich nicht, so ganz. Also ich feiere es auf jeden Fall. Ich meine, das sieht ja auch ganz cool aus in Super Saiyajin. Aber ich sage, das hier hat irgendwie noch so anderen. Also ich finde das cooler, wenn ich ehrlich bin. Ich zeige euch jetzt hier mal die Moves. Das ist die ganz normale Dreieck-Kombo. Das ist weiß, Viereck, Dreieck. Dann 5x Viereck und nochmal Dreieck. Dann haben wir die ganz normale Viereck-Kombo. Also jeder Gohan greift ganz, genauso an. Wir haben halt, wie gesagt, nur andere Attacken. Ja. Wir haben bedrohliches Leuchten, natürlich maximale Ladung. Super Götterfaust und Wutschwund, eine sehr starke Attacke. Dann haben wir natürlich Kraft, Energie, Strahl, Volley. Die Attacke ist eigentlich so, weiß ich nicht, so scheiße. Ja, und das normale Super Kamehameha. Ja, und das ist dieser Gohan gewesen. Schauen wir uns mal den hier an. Bisher, die haben alle das gleiche drauf. Ich kann es euch nochmal hier mit zeigen. Genau, der hat auch maximale Ladung. Super Nachbild. Ja, Masenko natürlich. Meteorangriff. Brandangriff. Und das normale Super Kamehameha. Ich glaube, den Gohan, den wir jetzt nehmen, ich meine, der hatte eine andere Attacke. Und zwar, genau, der hat Super Flash Kamehameha. Dieses Outfit feiere ich allerdings auch. Das Kaioshin-Outfit feiere ich auch super. Also, könnt ihr ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, welches Outfit ihr am meisten von Gohan feiert. Bei mir ist das definitiv Great Saiyaman Outfit in Super Saiyan oder dieses Outfit oder Kaioshin-Outfit. Die feiere ich doch schon am meisten. Auch in den Outfits sieht Gohan auch krass aus. Ja, der hat auch die gleichen Moves drauf, da habt ihr es gesehen. Wir haben den Meteor Crash. Volle Energiestrahl. Geist Boost, ich glaube, es ist ja einfach nur, dass der. Ich weiß gar nicht, was der macht. Kann sein, dass der ein bisschen stärker dadurch wird oder so. Der Brandangriff und jetzt ist hier die neue Attacke, Super Flash Kamehameha. Und das ist die Attacke, die er gegen Buu eingesetzt hat, wo er noch im Ei war. Was mir hier fehlt, ist das Schwert. Ich finde es sehr schade, dass er das Schwert nicht hat. Oh, Falkenangriff, sehr stark. Genau, und wir könnten jetzt einfach mit Wutschwund uns hinter ihn teleportieren. Das ist so eine starke Technik. Genau, und den Super Drachenflug. Ja, und das. Ein Gohan haben wir noch. Ich wollte gerade sagen, das waren die Gohans, aber einen haben wir ja noch. Und zwar den hier. Und wir nehmen nochmal den hier mit. Als Gegner einfach. Ich finde es auch cool, der hat jetzt seine Locke. Muss ja auch sein. Oh, ich bin gespannt, ob der sich auch in. Ne, leider Gottes nicht. Ich wollte gerade sagen, ob er sich auch in Ultimate Gohan verwandeln kann, aber leider nicht.
Ja, wir haben Masenko, Götterfrau, super Nachbild, super Drachenflug. Alles mehr oder weniger so Angriffe, die wir schon hatten. Naja. Eguan war jetzt nicht ganz so überzeugend, aber er sah cool aus. Ja, wie gesagt, wir machen damit jetzt mal keine Kämpfe, weil wir haben da fünf verschiedene. Also was heißt fünf verschiedene? Wir haben fünfmal die gleichen, aber nur in anderen Outfits. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare, welchen Guan ihr am coolsten fandet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit Goku. Ja, haut rein und ciao.